Ja, hallo meine lieben Freunde und willkommen wieder zurück zu Living with My Sister. Ja, ich habe jetzt letztens mal versucht, den Colorated Mod draufzupacken. Übrigens jetzt willkommen zu Part 4, denn ich habe mich letztes Mal versprochen, da habe ich schon Part 4 gesagt, obwohl das eigentlich Part 3 war. Ja, möge es mir verzeihen, es kann auch mal passieren. So, jetzt auf alle Fälle Part 4. Und ich habe versucht, die Colorated Mod auf das Game aufzupacken. Also auf die Steam-Version aufzupacken. Das hat noch nicht geklappt. Da bin ich selber gerade am gucken. Weil es geht darum, dass die Steam-Dateien, besser gesagt, ihr müsst euch mal den Ordner von Living with My Sister angucken. Da sind ein paar andere Dateien. Also die Jungs von Kangura Games haben das Spiel doch ein bisschen umgeschrieben. Mussten sie ja auch teilweise alles umschreiben. Weil das Original, also das Spiel, was sie ja jetzt auf Steam veröffentlicht haben, ja eine richtige Censored Version ist. Da ist ja alles raus. Da fehlt ja, ist eigentlich nur Trust drin und der Rest ist ja alles weg. Die Mut ist weg, die Interest ist weg, Lust ist weg. Da ist ja alles rausgenommen worden. Dementsprechend haben sie auch das Spiel ganz schön geändert. Ist mir mal in den Ordner mal aufgefallen. Zu der Version, die ich hatte damals, weil das war ja die von DLS, die Version, und das war das Originalversion, und dafür wurden ja auch die Mods auch geschrieben. Das hat man dann eben halt daran gemerkt, also da konnte ich beide Versionen mal gut nebeneinander vergleichen, und da konnte man auch sehen, dass das ja halt wirklich, also das Originalspiel, ganz andere Dateien drin hatten, als jetzt die Steam-Version. Ja, musste ja auch Kangura Games den Weg ja auch gehen. Wie gesagt, das Spiel kann man ja so frei holen. Ist ja auch alles, ne, zensiert bis zum Umfallen. Und durch den Patch, den eben halt dazu gemacht worden ist, ist es zwar uncensored, aber mit der Mod, mit der Colorate Mod, die funktioniert für die Steam-Version aktuell, wie ich es jetzt gesehen habe, noch nicht. Schauen wir mal nach, was noch kommen wird. Ne, also wie gesagt, wenn die Version klappen sollte, dass ihr dann eben halt die Colorate Mod auf der Steam-Version ausspielen könnt, werde ich das nochmal gegebenenfalls nachbringen und euch dann nochmal zeigen, wie das Ganze funktioniert und wo ihr die herkriegt. Ne? Also nur mal so für Info halber. So, wir haben letztes Mal am Montag jetzt aufgehört. Wir haben, glaube ich, dieses Baden noch schon gemacht oder nicht? Ne, wir haben gerade wieder gesund gepflegt. Stimmt, ich habe 21 Skillpoints, die ich noch investieren muss. Ich will ja mal ganz kurz meinen Status aufrufen. Soft Touch, wir könnten den Healer machen, das würde uns was bringen. Ich weiß nicht, ob der Healer-Skill was Cooles ist. Da, wenn ich jetzt Healer aktivieren würde, den Skill für Healer machen würde, klar würde meine Wunden würden schneller heilen. Aber nach einem Tag ist das Ganze ja sowieso schon geheilt. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll oder ob ich lieber nochmal 20 Punkte warte und den Counter-Signal reinballere. Denn ich habe euch ja letztens erzählt, ich habe mir ja das Buch hergeholt. Könnt ihr in der Bücherei, könnt ihr euch das ja holen, und da kann ich ja das Counter-Signal reinmachen und kann dann eben halt Counter-Angriffe besser durchführen. Na, deswegen überlege ich gerade dabei. Technical wäre auch noch so eine interessante Sache, aber das können wir dann erst später machen. Nee, das lassen wir mal rauf. Den Stamina Boost ist auch. Nein, das wäre mit den Peeing-Sachen, da kommen wir auch noch mal irgendwann am Abend noch mal zu. Da werde ich euch mal ganz kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich zeige euch das Overlay, wie das funktioniert. Weil, kannst du auf Steam so nicht zeigen. So, Interest, das wäre noch ein interessanter Skillpunkt. Covered each day. Stamina record each day. Anti Hunter Hole in One ist auch nix. Hole in One wäre zum Beispiel, ja, es gibt ein Schwangerschaftssystem. Ist auch ein Ending, das dann mit freigeschaltet wird. Naughty Touch. Ja, genau. Spiele mit deiner Schwester würde 32 Escape Punkte. Ich weiß noch nicht, auf was ich da gehe. Ob ich jetzt den Naughty Touch mache, das hier reinhaue, oder ob ich erstmal auf Counter Signal gehe. Da muss ich mich nochmal ganz kurz gucken mal dabei. So, wir können ja mal zusammen nochmal, wir haben jetzt 20 Uhr am Bart nehmen. Let's Bart together, why not? Das raced ja auch schon ein bisschen was, wenn sie mit uns zusammen baden geht. Ihr seht, da geht es ja auch automatisch schon hoch.
So, jetzt können wir noch mal eben ganz kurz Talk. Conversation Note Talk hinterherballern. Das müsste plus 8 geben. 21, 10. Nochmal 25. Interest ist schon mal 19 gerutscht. Meine Fresse. Dann kann ich ja nochmal eine Massage verpassen. Damit sind wir bei 22 Uhr und ich würde sagen, jetzt wird Bettzeit gemacht. Ja, sie sagt es auch schon von selbst, ich bin begeistert. Ich finde das Spiel ehrlich gesagt wirklich nicht schlecht, das ist echt gut geworden. Also es ist ein cooler Mix aus Dating und aus RPG-Elementen. Richtig cool reingemacht, auch diese Sache hier. Wie gesagt, eigentlich gefällt mir auch der Schwarz-Weiß-Stil, ehrlich gesagt, ziemlich. Das ist ein cooler Stil, der mir irgendwie zusagt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zwar die Color-Rated-Mod sieht auch wirklich fabelhaft aus, aber auch der Schwarz-Weiß-Stil hier gefällt mir irgendwie ziemlich geil. Das Einzige, worüber es sich streiten lassen wird, und da bin ich völlig auf eurer Meinung, ist dieses Schwester-Ding natürlich, Schwester- und Bruder-Ding. Hätte man Cousin und Cousine genommen, hätte es vielleicht wieder ganz anders ausgesehen. So, wir haben erstmal scheiße gepennt. Sehr schön, ich bin ja wieder begeistert. Scheiße schlafen kann man auch im Leben, also heißt, ich gehe mal gleich wieder was draufgekriegt. Ah, so, wir können in der Taverne helfen. Also unser Mut ist bad. Wir können auch weiter das defensive Training nach oben feuern. Das wäre natürlich auch eine interessante Sache, was wir eigentlich auch mal machen sollten, weil Defense sollten wir auch ein bisschen mehr lernen. Also gehen wir mal auf Defense Training. Kriegen ein paar Arschtritte. Warum nicht? Immer rein in den Hintern. Und sacken natürlich ganz schön ab. Was ist los? Did something happened? Das gibt erstmal aufmuntern, wir schaffen das hier alle schon. Heißt also auch automatisch, dass unsere Mut nach unten da weitergeht, ne? So, leave it to me, wir haben ja 0 Dollar für Essen zum Glück drin, ne? Und ich bitte, wie gesagt, zu entschuldigen, ich muss mich manchmal ganz kurz muten. Wenn ich jetzt eine Hustattacke kriege, will ich euch nicht im Mikrofon alles vorhusten. So, wir können noch weiter trainieren, aber ich sag mal so, das machen wir nicht. Wir nehmen wieder ein Bad, ich will wieder Together Bad machen, passt schon. So, da haben wir 10 Pluspunkte wieder gekriegt. Jetzt bin ich am Überlegen, jetzt haben wir wie viel? 26 Punkte, das ist eigentlich noch viel zu wenig, da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Können wir nochmal Talk, nochmal hinterher machen. Immerhin soweit alles erledigt, aber wir sind ganz schön am Arsch, muss ich sagen. Weil wir auch schlecht geschlafen haben die Nacht. Da gibt es noch eine Schultermassage noch hinterher. Das müsste, glaube ich, ungefähr ganz gut angelegt sein hier alles. So, dann können wir jetzt auch ins... Wir können auch... Ich werde das auch gleich nochmal zeigen. Wir können auch einen Tee trinken, damit würden wir natürlich auch unsere... Energy nach oben putschen, weil wir jetzt gerade aktuell nur über 50 sind und wir das Dings das gemacht haben, dass wir nichts zahlen müssen fürs Essen. Wir können in der Taverne helfen oder Special Training machen. Wir können noch die Intelligence weiter nach oben schrauben, das wäre auch noch mal eine schöne Idee. Dann ist das unser Dings das ein bisschen normal. Study, learn new skills, raise your intelligence. Okay, machen wir Study. Why not? So, das gemeinsame Brainwashing hat begonnen hier. So, was ist los? Meine Enkel. Ask for help. So. Sehr schön, wieder nach Hause gekommen, zum Glück alles okay. Zum Glück nichts Negatives, unsere Einstellung ist auf Great gekommen, das ist auch schon mal nicht schlecht. So, gutes Essen gibt es heute auch wieder auf dem Tisch, auch mal nicht schlecht. Hören wir bei 172 mit. Übrigens, da könnt ihr sehr hoch gehen bei Trust, falls ihr gedacht habt, dass das irgendwie was, was ich was ist. Da kann man, glaube ich, bis... Keine Ahnung was, 9.999 gehen. So, wir haben 40 Skill Points oder mache ich jetzt einen Naughty Touch, wäre über 32. Ich weiß noch nicht, auf was ich gehen will.
Das würde mir natürlich von Community Service nochmal extra Geld nochmal bringen, aber vielleicht nehme ich doch da. Ich spare mir noch ein bisschen Points auf, würde ich sagen. So, mal wieder zusammen baden gehen. Passt gut. Sieht gut aus. 55 läuft im Haus. Immerhin geht unser Interest schon weiter nach oben. So, was können wir denn noch machen? Ich will halt nicht zu viel verballern. Wir können über, ach genau hierüber wollte ich übrigens sagen. Wenn wir den Green Tea hätten, können wir uns damit natürlich, ach Mensch, unsere Energie auch mit hochballern. Love Potion brauche ich alles nicht erklären, oder? Das denke ich mal, erklärt sich doch von ganz alleine, was das ist. Ich mache noch mal ein bisschen Naughty Talk. Warum nicht? Können wir im Hinterher noch mal ballern? Ist schon mal bei 22. Das ist gar nicht mal so schlecht. Wir sind wirklich gut am Start. Mal noch ein bisschen. 99. Übrigens, Lust geht maximal bis 120, ne? Dann ist vorbei bei ihr, ne? Dann ist bei ihr auch so ein Tag erreicht, wo sie richtig abgeht. So, ab ins Bett, würde ich sagen. Oh. Okay. Okay, ja, wir haben auch... Ja, ich verstehe, So, wir sind bei 23.30 Uhr angekommen. Was können wir jetzt machen? Ja. Sie schläft natürlich tief und fest. Wir können Mess with her machen. Oder wir können just her blank. Ich würde sagen, wir machen erstmal für dieses Mal noch just her blank, weil ich echt Panik habe, dass das Interesse und der Trust, na gut, das wäre jetzt nicht, aber die würde bad sein, ne? Ich mach mal call it a day. So, wir schlafen erstmal ein. Gucken mal nach, wie der nächste Tag aussieht. Was haben wir denn heute? Was ist denn jetzt gerade aktuell? Tuesday. Ah, da steht er. In den Zeiten. So. Mal gucken, was wir hier so machen. Helping the Taverna Basic Trainings. Das würde nur Energie nach oben packen. Nur der Taverna helfen. Aber wir gehen weiter auf die Defense Trainings. Ja. Ich werde weiter die Defense trainieren. Damit wir wirklich ein bisschen mehr besser drauf sind. So, bis 15 Uhr machen wir das auch. Kostet zwar unheimlich viel Kraft. Okay. Ja, mit dem Geld sieht es auch gerade schlecht aus, ne, bei der Gilde. Zum Glück brauchen wir nichts für das Geld gerade bezahlen, ey, für das Essen. Deswegen bin ich am Überlegen, ob wir das auch erstmal versuchen, weiterhin so durchzuknacken. Weil ansonsten würde uns nämlich nur die Möglichkeit bestehen, am Wochenende Farm zu gehen. Das wäre dann nicht die einzige Möglichkeit nur noch an Geld. Und, ja gut, ein bisschen Community. Weiß aber nicht, ob das auch danach erzählt. So, wir machen nochmal ein Bad. Ab geht's, ab in die Badewanne together. Oder besser gesagt, ins Badezimmer together. Das Ding ist immer noch zu klein. Wie immer, wir sind schon bei 24, das sieht echt gut aus. So, Conversation, Naughty Talk. Bei 60 ist gerade ihre Lust, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben 31 Punkte. 31 Punkte. Ja, 32 ist das mit den Naughty Touch. Okay. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich nehme die 32 Punkte damit rein. Ja, mache ich. So, ich gebe ihr nochmal eine Shoulder Massage. Das könnt ihr auch nicht jedes Mal machen. 71. Schau nach, 35 Punkte haben wir noch. Ich würde sagen, time to bed. Yes. Come on, time to bed. Time to shine. 23 Uhr. Es ist auch unterschiedlich, wann ihr aufwacht in der Nacht, wenn ihr ins Bett geht, ne? Das hat ganz viele unterschiedliche Sachen natürlich zur Folge. Je früher ihr dann ins Bett geht, desto früher wacht ihr in der Richtung her auf, ne? Müsst ihr auch mal überlegen. Und bis 1 Uhr hat man sowieso eine Zeit. So, kommt, wisst ihr was? Wir machen mal ein bisschen, na ja. Ja. Also muss ich da jetzt noch viel zu erzählen? Ich glaube ja.
Wir haben Touch, wir haben Close, wir haben Frap. So, ihr habt verschiedene Sachen, die ihr nachher später auch gehen könnt. Sie ist heavy am Sleepy, also sie ist wirklich tief am Schlafen. Ja, je nachdem könnt ihr jetzt natürlich hier auf Touch gehen und das hier auswählen. Ihr könnt die Close runterziehen und ihr könnt natürlich das andere machen. Das hier ist linke und rechte Hand, also für beide Hände läuft das ganze Ding. Ja, ihr wisst schon, wie der ganze Hase läuft. So, ich werde hier mal einen Cut machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, eingeschlafen, dem, was die Lust ist, ein bisschen runtergegangen. Zum Glück hat sie nichts mitgekriegt. Wir waren sehr ruhig, sehr ganz, ne, sehr distanziert. Ich hab nichts Schlimmes gemacht, sagen wir mal so. Ich habe sie ein bisschen gestreichelt. So, da habe ich was ganz vergessen zu erzählen. Da oben war noch ein Balken, da stand Good or Bad drauf. Wenn das in Bad reingeht, habt ihr richtig verschissen bei ihr. Deswegen, es muss immer ins Good-Bereich reingehen. Also achtet da ein bisschen drauf, was für Sachen ihr gerade unternimmt dabei. Bloß ihr verliert Stamina. Nochmal gleich mit dazu erzählen. So, wir machen, was machen wir denn? Wir helfen heute mal in der Taverne mal aus. Ich möchte mal gucken, ob ich da ein bisschen Geld kriege. Schauen wir mal. Sieht gut aus. 34 haben wir. Und Geld haben wir auch noch ein bisschen verdient. So, prepare planning, 7 days remaining. Sehr schön, dann geht das nämlich auch bald los. So, wir sind schon wieder zu Hause. We leave it to me. Es ist auch schon wieder Freitag. Die Woche geht so schnell rum in dem Spiel, ey. Aber man hat das Gefühl, man kommt immer guten Schrittes weiter, finde ich meiner Meinung nach bei diesem Game. So, wir können mal den Status aufrufen. Und ich werde mir jetzt mal das hier holen. Naughty Touch werde ich mir mal gönnen. Und das müsste eigentlich heißen, dass wenn ich jetzt Physical mache und eine Schultermassage hinterher mache, geht das Ganze mit der Lust nicht ein bisschen höher. Plus dazu müsst ihr auch ein bisschen gucken, komm, wir können nochmal zusammen Baden geben. Einige Sachen sind auch sehr gut später für solche Sachen, wie zum Beispiel, wenn sie schläft. Genau. Und Touching, das hier. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, die 40 Skill Points da reinzumachen. Ihr bekommt einen höheren... es geht weniger in den Bad-Bereich rein. So, kann man so gesehen sagen. Man muss ja alles mal ein bisschen schreibend enden dürfen. So, dann haben wir jetzt 20 Uhr. Wir haben gute Energie aufgebaut, meiner Meinung nach. Wir können auch übrigens Physicals, Schultermassage nicht immer zumachen, ne? Weil irgendwann wird sie das auch nerven, dass wir das dauerhaft nur machen, ne? So, das sieht auch schon mal gut aus. Bei 29 sind wir hier schon mal gelandet. Und wir können sagen, komm, gehen wir mal ab ins Bett. Ein bisschen Geld habe ich verdient die Woche. Da muss ich auch immer ganz gut gucken. Mal sehen, wie die nächste Woche, was wir da machen können. Können auch mal wieder Glow Morn würde ich nicht machen. Wir machen mal weiterhin Naughty Talk. Sehr schön. So, mal sehen, was wir nächste Woche machen können. Wir können den Lunchbox live machen. Würde uns natürlich wieder Energie wieder zurückgeben. Ich hätte aber auch nichts dagegen, erstmal weiterhin auf dieser Sache zu bleiben. Also, dass wir ja nichts fürs Essen bezahlen. Da ich die Option ziemlich gut finde. Weil sonst würden uns jeden Tag 100 Dollar fürs Essen abgezogen werden. Das Lunchbox hat auch sehr gute Einflüsse, meiner Meinung nach. Aber Lunchbox Live kriegen wir immer noch mal Energie während der Trainingsphasen wieder zurück. Das können wir aber countern, würde ich sagen. Deswegen nehmen wir weiterhin Lunch, also dass wir nichts fürs Abendessen zahlen, dass das weiterhin kostenlos bleibt. So, der Boy ist mal wieder nachts wieder wach. Wie immer, der alte Triebtäter hier. So, dann gehen wir einfach mal und call it a day. Heute machen wir einfach mal Ruhe hier. Heute gibt es keinen Püchgenander und Rückzeitstag. So. Ich habe mir vorgenommen, auf alle Fälle einmal am Tag einen Part-Time-Job, also einmal am Wochenende noch einen Part-Time-Job zu machen. Das würde mir nochmal extra Geld nochmal bringen, was gar nicht mal so schlecht ist. Jetzt überlege ich, mache ich das heute oder mache ich das morgen? Ich mache das heute. Weil morgen gehe ich damit hier nochmal in die Stadt. Ja, wir machen heute einen Part-Time-Job. Why not? Musst du halt mal durch. Na, wie gesagt, von der Gilde haben wir ja im Moment kein großartiges Geld gekriegt. 40 haben wir gemacht.
Dafür gehen wir aber heute Abend noch mal mit ihr noch mal spazieren. So freut sie sich und lassen, ob wir noch ein bisschen das Village erkunden können. So, wir haben 4000. Das ist natürlich nicht viel, was wir gerade haben. Wir müssen bedenken, dass $100 schon mal abgezogen werden. Für die Reise in die Stadt werden schon mal $100 abgezogen. Ah. Oh Gott, und Grotze gibt es auch noch zum Abend zum Essen. Ah ja, kann man auch mal bringen. Was haben wir noch an Reading-Stuff noch da? Ein Adventure-Book, 5 Mal. Komm, dann lesen wir noch mal ein Adventure-Book. Gibt immer noch mal unsere Stats ein bisschen drauf. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal zum Baden. Bar Together, why not? Das nehmen wir doch einfach kostenlos alles mit. Oh, jetzt geht's schon mal darin weiter. Ja, ich habe jetzt... Ich lege mir hier mal kurz einen Sicherheitscut und muss da ein bisschen was schneiden. So, es ist also schon so weit, dass wir immer mehr Vertrauen bei ihr gewonnen haben. So können wir jetzt sagen, wir können ja auffordern, sie zu waschen. Wir können über irgendwas reden. Oder wir können drink the bathwater, warum auch immer wir das machen sollten. Ich werde jetzt ihr mitteilen, den Rücken zu waschen. Und mal gucken, ob ich da weiter cutten muss oder nicht. Das sehe ich gleich. Ansonsten sehen wir uns nach dem Baden wieder. Und dann erkläre ich alles in aller Ruhe. Ja, da kommt wohl mal eben der Cut-Stift zum Einsatz. So, wir waschen hier also das Haar. Sie lässt es auch zu. Das ist es nämlich auch noch. Dann können wir jetzt noch ihr auffordern, sie noch zu waschen. Den Rücken zu waschen. Da werde ich mir hier auch nochmal einen Cut setzen. Kommt nämlich das Ganze rumgekatte. So, ja, machen wir. Wir waschen ihren Rücken. Warum nicht? Wir waschen nur ihren Rücken. Kommt mir ja nicht mit den anderen Dingern um die Ecke. Danach geht's ja ab ins Wasser und wir fallen hier. So, Baden mit Sissy ist durch. Und ihr seht, es wird immer mehr, ja. Ich sag mal so, die Beziehung zwischen den beiden wird immer inniger. In einer interessanten Form. So, was machen wir jetzt? Wir können nochmal Schultermassage bei ihr machen. Uiuiuiuiui. Bei dem Bruder läuft's aber gerade richtig runter, ey. So, das sieht auch gut aus. Und ich würde sagen, ab ins Bett und schlafen. Wahrscheinlich wird er so fertig sein, dass er überhaupt gar nicht mehr an denken kann. War ja wieder klar. Nee, komm. Der wird heute durchgepennt. Der hat schon seinen Badespaß gehabt, deswegen da ist jetzt Ruhe. So, call it a day, yes. Good night. So, wir haben 40 wiedergekriegt. Ich habe ja heute schon gesagt, dass ich heute gerne... Was? Auf ein Date? Was ist mit dir gerade kaputt gefahren? Ich habe ja gesagt, wir gehen heute raus. Und wir sind out. Denn es wird mal wieder Zeit, in die Stadt zu fahren und mal wieder dort etwas nachzugucken. Ich brauche mal wieder ein paar neue Sachen. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich eigentlich alles überhaupt noch. Ich guck mal in Redemption District rein. Ich habe gar keine Sweet, doch 3 Sweeties hätte ich noch so bereit. Ich hole mal ein bisschen Green Tea. Ist hier ein bisschen teuer, aber gibt es zweimal, also haben wir 100 für Green Tea gezahlt. Das ist okay, das kann man nehmen. Für zweimal nehme ich das sogar an. Dann würde ich sagen, was gibt's hier Schönes? Das hier sind natürlich Iron Sandals. Okay, Drumbells und Iron und Sandalen müsste man auch holen können. Im Present haben wir einen, das lassen wir erstmal alles soweit noch sein. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in den Bücherladen rein. Noch 3,7 auf der Matte, ne? Lohnt sich da irgendwie was in der Richtung zu holen? Adventure-Buch haben wir 4 Stück, Nautilus-Buch haben wir auch. Für 800, ich hole mal dieses Buch mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau gebracht hat. Aber ich habe es mal geholt. So, dann Eat and Walk nochmal für $100 hinterher und dann sind wir den ganzen Schmarrn schon wieder los, ey. Ab nach Hause. Geld ist genug ausgegeben. Ja, auch wieder ein bisschen was gekostet, ne?
Bloß dazu ganz schön erschöpft. So, wir machen Take It Easy. Ich war ja heute mit uns schon ordentlich unterwegs. Deswegen machen wir jetzt Take It Easy, damit wir ein bisschen Energie wieder zurückbekommen. So, lass das mal mich wieder machen. Ich kann die größte Scheiße kochen. Yes. Sieht gut aus. Und es scheint geschmeckt zu haben. So wie ich das sehe. Was gibt's? Thank you for everything. Ja, kein Ding. Oh, ich bin Drumbell gekommen. Okay. Passt schon. Ich würde sogar sagen. Nee, will ich. Oder will ich mal. Warte mal. Können den Green Tea nehmen. Komm, ich will mal ein bisschen grünen Tee mit dir trinken. Mit nochmal plus 10 dazu. Und jetzt einmal abends kommt hier auch so ein. Was ist denn das? Der Beard Head? Okay. Das haut mir erstmal gleich ordentlich was weg. Ich würde sagen, ab nochmal in die Badewanne. Können wir euch together wieder machen. Und ich werde jetzt hier gleich nochmal einen Cut setzen und mich dann wieder melden, wenn ich mit der Badewanne durch bin. Sonst muss ich hier einfach zu viel schneiden, aber ihr habt das wenigstens schon mal gesehen. Waschen, den Rücken zu waschen. Da werde ich mir hier auch nochmal einen Cut setzen.
So, und wieder zurück. Diesmal, es gibt zwei Optionen. Das möchte ich mir hier auch mal ganz kurz erklären. Es gibt zwei Optionen, die ihr dort wählen könnt. Einmal könnt ihr selber als erstes in die Badewanne springen. Dann würdet ihr sie waschen. Ihr könnt sie aber auch zuerst baden lassen. Dann wäscht sie euch. Ne? Sie wäscht euch den Kopf und den Rücken. Danach fragt sie dann eben halt, ob noch irgendwas ist. Da könnt ihr sagen, okay, fein. Mai. Oder das Letzte haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen. Das Letzte funktioniert erstmal noch nicht. Das Zweite, wasch mein würde gehen, wenn die Interest-Sache hoch genug ist. Dann macht sie das auch. Warte mal. Aber das Erste funktioniert eigentlich immer. Das sollte man auch mal machen. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt hier weghole. Oh ja, das war gut. Deswegen, ich würde das Spiel, also ich persönlich spiele das Spiel immer sehr ruhig. Ne? Kein Stress, kein Durchgeknall, kein dies und das. Einfach in aller Ruhe. Ich habe ein bisschen Zeit, die könnt ihr euch auch nehmen. Na, deswegen, macht hier nicht immer so. Viele machen ja gleich schon voll den radikalen Stress. So, wir machen nochmal eine Schultermassage hinterher. Das gefällt ihr auch immer ganz gut. Ist immerhin schon bei 60. Können wir nochmal Talk. Wir können nochmal hier Naughty Conversation machen. Und wir sind Amazing auch drauf. Sehr schön. Sieht doch alles soweit ganz gut aus. Und der Sunday ist ja auch schon. Ja, wir gehen jetzt mal ins Bett. Gute Idee. So, ja, unsere Lust ist sehr hoch. Muss ich ehrlich gesagt auch mal dazu geben. Aber ich werde das heute nochmal wieder so bald belassen. Indem wir einfach nur das Blank rüberziehen und Call it a Day machen. Ich bin mal gespannt, ob sich einige Leute schon die normale Steam-Version mal reingepfiffen haben davon. Oh, er fühlt sich sehr motiviert, wir sind voll. Und sich einigermaßen gewundert haben, warum bei mir so viel steht und bei den anderen nicht, ey. Kam bestimmt auch schon die erste um die Ecke. So, wir machen heute mal wieder den Trainingstag mal wieder. Wir können Hand gehen. Wollen wir Hand machen? Wir gehen Handen. No problem. Let's go. Auf geht's. Was wollen wir denn mal machen? Erstmal weiter hier suchen. Weiter. Na, eigentlich geht's los. So, müssen wir auch mal ein bisschen unsere... Immer hau ich das falsch rein. Die hat ja gar nichts drauf. Arme Vieh, mache ich hier gleich einen Kaffee kürzer hier. Ein hat sie noch übergelaufen. Ehrlich jetzt? Dann hättest du es aber so geben können. So, komm. Fertig ist die Laube. 109. Das arme Pick. Haben wir also triumphiert und Mission finished. Oh. Ich kann mal eben ganz kurz hier schon mal einen Cut setzen, denn ich weiß gleich, was passieren wird. Deswegen cutte ich hier schon mal vorweg. Ach nee, doch, nur die Motivation war down. Oh, zum Glück, ich habe schon gedacht, die sitzt da und ja. Ah, lass mich das mal machen. So, haben wir auch. Delicious, sehr schön. Wir sind wirklich sehr gut drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und sie scheint erkältet zu sein. Ja, wir können aber heute noch nicht Nurse machen. So, okay, wie es dann weitergeht, sehen wir dann hier beim nächsten Mal wieder bei Living with My Sister. Also dranbleiben und weiterschauen und hoffe, euch gefällt's. Bis denn.